Yeah. Dieser Sprung hat nicht ausgereicht, um in die Badewanne zu hüpfen. Warum auch? Vielleicht muss ich diesen Umweg durch dieses wunderschöne Brettchen nehmen, wo das wunderschöne Radio draufsteht. Aber nein. Vielleicht sollte ich auch einfach versuchen, mal zu sprinten und dabei zu springen. Aber auch das hilft nicht. Super. Dann versuchen wir jetzt nochmal auf das Brettchen rüber zu springen, indem wir jetzt hier versuchen nochmal mit Sprinten. Und auch das hilft uns leider gar nicht. Sehr gut. Dann probieren wir, warum auch immer ich das noch nicht von Anfang an ausprobiert habe, mit Sprinten auf die wunderschöne, freie, nicht bedeckte Wasserhälfte zu springen. Das ist nämlich auch die Lösung des Problems. Genau, Mojo sagt es auch gerade, einfach vom WC-Ausgang zum Ausgang springen. So, Oma ist hier gut drauf. Ist ein bisschen abgelenkt, was für uns aber völlig in Ordnung ist. Aber wir kommen halt an die Türklinke nicht ran. Das heißt, wir bräuchten im besten Fall diesen Hocker. Okay, wait. Wir müssen mal ganz kurz überprüfen. Wie kriege ich Oma hier rein? Kann ich von diesem kleinen, noch nicht durchzogenen Fleckchen quasi wieder zurück an die Dings springen? Ich würde fast behaupten, nein. Aber wir testen es einfach mal aus. Kann ich doch. Okay. Dann wird unser Plan sein, wir schalten den Fernseher aus, springen wieder aufs Klöchen, holen die Oma hier rein und sagen, goodbye, Omi. So, damit dürfte ich jetzt ja auch keinen Strom mehr auf dem Leitung haben. Aber ich habe den Fernseher auch kaputt gemacht. Achso, weil wir wollten ja den Hocker haben. Genau, das war ja der Ursprungsplan. Hocker? Melika hat es auch gerade geschrieben. Ausmachen aufs Klo und Oma warten. Spül mal. Okay, also die gucken eindeutig zu viel Fernsehen, Freunde. Kann ich den Fernseher ausschalten? Geht das? Nein, leider nicht. Also für mich wäre es voll interessant gewesen, was passiert, wenn wir den Fernseher ausschalten. Und hier ist überall Strom. Was ist denn hier los? Okay, hier habe ich einen Einkaufswagen. Mit dem muss ich bestimmt irgendwas machen. Wir nehmen den mal mit. Ich im Supermarkt. Mit dem Einkaufswagen. Überall anklatschen. Dum, dum. Okay, warte. Ich dachte, wir müssen hier raufklettern. Ich wollte es hier als Rampe nehmen. Okay, okay, okay. Wo müssen wir denn hin? Da oben ist Strom. Aber wenn ich den Strom ausschalte, geht doch der Fernseher auch nicht mehr. Na egal, wir probieren es mal aus.
okay, dass das jetzt nicht, also dass ich da nicht gestorben bin, ist ein Wunder. Ist es hier? Hallo? Klopapier! Nimm das Klopapier. Buch ist cool. Wir schmeißen damit. Okay, was kann ich hier machen? Warum bin ich hier? Kann ich diesen Stuhl nehmen? Nein. Kann ich den nicht verschieben? Nein. Okay, ich kann hier hoch. Ich kann hier an den Schrank hoch. Und ich kann da oben durch. Warum? Ach so, einfach nur, damit ich hier hochkomme. Okay, schön. Warte mal. Ist das jetzt ein Timer? Weil der Fernseher ist jetzt natürlich auch aus. Hey, ho, 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 ho. Okay, es ist kein Timer, es ist einfach nur aus. Okay, okay, okay. Was können wir jetzt machen, solange das Ding hier aus ist? Nein, lass es. Weil irgendwie muss ich ja hier zum Fernseher hin. Dich kann ich nicht schieben. Muss ich jetzt doch? Aber wie komme ich denn von da wieder zurück? Ist die Frage. Weil selbst wenn ich jetzt den Einkaufswagen nehme, einfach mal rein theoretisch. Kann ich den zwar jetzt hier hinpacken, um dass ich den dann als Übergang nehme. Irgendeine Art und Weise. Den Wagen zwischen Regal und Fernseher schieben. Strom wieder an. Zwischen Regal und Fernseher. Also hier zwischen, meinst du? Weil hier komme ich zwar hin und ich meine, ich kann dann hier auch wieder hier hoch. Aber mein Problem ist ja, was denn da? Wenn ich Strom jetzt wieder anmache, habe ich ja das Problem, dass ich ja hier überall mit Wasser voll bin. Ich denke auch mittig. Nein, mittig. Ja, ist okay. Okay, 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 Chat. Wir packen es mittig. Wir packen den mal hier so hin. Hier so? Hier so. So, jetzt testen wir das vorher. Bevor ich, ne, wegen, ihr wisst, ne, ich und Tiefe und so, funktioniert nicht immer. Okay, komm ich rauf. Und komm ich rauf. Okay, also der Weg würde gehen. Ich sehe es aber noch problematisch. Selbst wenn ich den Strom anhabe. Komme ich hier hin? Warte mal, kann ich von da oben? Wait, wir testen nochmal kurz vorher was. Das heißt, wir müssen diesen Weg zweimal gehen. Leider. Kann ich hier hochklettern? Natürlich nicht. Weil ich will jetzt einmal testen, bevor ich den Strom anmache, wie sich das verhält. Achso, Leute, ich kann ja hier hochklettern. Ja, okay, vergiss es. Vergiss es, Chat, vergiss es. Ich hab, ich verstehe. Ich habe jetzt kurz überlegt, wie komme ich denn wieder zurück? Damit ich dann von da aus auf den Wagen komme, aber ja. Einfach nur ja. So, springen. Nochmal springen. Fernseher anfassen. Okay. Fernseher aus. So. Nee, ich muss einfach nur hier wieder raus. Ich muss nur durch das Fenster raus. In.
Die Freiheit. Ja, ja, guck mal, das neue Fernseher. Guck mal, geiler Stuff. Voll cool. Oh Gott. Ja, was macht ihr nun? Jetzt ist es. Nein! Nein, 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 nein. Oh Gott, ich habe die Frage nie gestellt. Was? Okay, warte, wir müssen direkt losrennen. Ich bin noch weg! Ich war doch schon außer Reichweite. Ich hänge! Ich hänge! Es geht nicht weiter! Hier sind ganz viele Fernseher. Hier sind Fernseher. Hier. Guckt euch die Fernseher an. Ihr habt doch jetzt ganz viele Fernseher. Lasst mich doch in Ruhe. Es waren doch so viele Fernseher da. Die waren doch für euch. Also. Gott. Ich. So krank. Ruhig bleiben. Ruhig. Beruhigen uns, Chat. Ah, okay. Also ich muss mich ja beruhigen. Ihr seid ja eigentlich ruhig. Hey, unser Kumpel! Hey, Buddy! Bleib hier! What is happening? Komm raus wieder! Achso, ich kann nicht ziehen, ich kann nicht rausziehen, jawoll! Dieser Slender! Ach, jetzt kommt er wieder! Jetzt! Da hüpf die Sofadecke zur anderen. Jetzt kommt dieser Slender-Typ. Ich muss die Axt, dann muss ich. Ich hätte ja am liebsten die Axt genommen, um mit dem. Also, um den Slender-Typ mal eins reinzuwirken. Aber nein! Hack doch schneller! Okay. Also er hat mich jetzt nicht erwischt, aber ich bin ehrlich, ich will meinen Buddy wieder haben.
Mein Kompagnon mit dem gelben Regenmantel. Er ist über uns. Er ist fucking über uns. I don't like. Fuck, war das knapp. Sorry, Mods. Alles gut. So befremdlich und doch kommen einige Sachen echt bekannt rüber. Wir halten gefühlt in jedem Raum einen Fernseher zu Hause. Mach doch schneller. Take it! Okay. Oh. Okay, wir fahren jetzt eine Runde. U-Bahn, S-Bahn, I don't know. Straßenbahn, Deutsche Bahn, ich habe keine Ahnung. Also leicht, dezent nervt mich dieser... Alter, ist er flott unterwegs. Was ist denn mit ihm nicht richtig? Oh Gott. Jump. Mach hinne. Lauf doch nicht gegen irgendwelche Gegenstände! Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Warum? Also, Er rennt nicht. Er rennt nicht. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Taste gedrückt. Jump, ran, runter, loslassen, better jump. Okay, war diesmal besser? Um einiges? Besser, besser? Jetzt da lang. Tschüss, my friend. Bye, bye. Ciao, ciao. See you later. Wir sehen uns sowieso nochmal, weil ich will meinen Buddy wieder haben. Okay, jetzt wird's ein bisschen schnell. Ich dachte, wir sind gestorben. Okay. Ich kann die Fernbedienung nicht mehr nehmen und uns geht's nicht mehr so gut. Wo müssen wir... Nein, das ist unser Buddy, unser Freund. Er zeigt uns die Richtung an, wo wir hin müssen. Oh nein, wir müssen nach da oben. Oh, bitte nicht. Ey, ich hoffe, wir kriegen ihn noch wirklich befreit. Ansonsten ist es echt eine traurige Story. Ja, unser Buddy. Okay, wir können die Treppe da hoch. Oder wir müssen wahrscheinlich die Treppe da hoch. Was? Hast du vergessen? Herr Blackwall, danke dir danke dir für die Subscription. Vielen Dank. Nice.
Fast vergessen. Okay, was passiert jetzt? Wir sind auf der Straße. Sind wir verletzt? Ja, also... Oh no. Oh no, 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 no. Geben wir auf? Wir geben nicht auf. Wir geben... Nein. Nein. Oder gehen wir jetzt in den... Haben wir uns jetzt hier ready? Gehen wir jetzt in den Endboss-Fight? Knickknack? Ich glaube nicht. Oder doch? Yes! Wir gehen in den Fight. Wir befreien alle, die du mitgenommen hast, mein Freund. Alle. Du wirst sehen, was du davon hast. Jawoll! Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich drücke einfach ganz wild irgendwas. Und ich sterbe. Das war nicht gut. Aber ich finde es gut, dass wir einen Kampf hier machen. Gegen El Nino. Aber ich weiß leider nicht, was ich hier machen soll. Okay. Ja. Haben wir? Nein. Don't. Ja. Bleib mal schön weit weg, mein Freund. So, also ich versuche jetzt immer seine Richtung quasi mit zu... Ne, geradeaus. Jetzt so ein bisschen nach links. Jetzt nach rechts. Jetzt wieder nach links. Jetzt geradeaus. Ich mach dich platt, Junge. Bitte. Also, vielleicht. Nein, du stehst dich nochmal auf. Nein, don't do it. Don't. No, no. No, no, no. Bleib unten. Muss ich hier irgendwas machen? Haben wir gesiegt? Und wenn ja, wo sind die Seelen? Haben wir sie befreit? Bitte. Was haben wir gemacht? Sind wir der Auserwählte? Der Allmächtige? Der eine? Komm schon. Oder sind wir jetzt der Slenderman? Okay. Okay, jetzt sind wir... Hä? Lol. Jetzt sind wir da, wo wir sonst die Sequenz quasi immer im Fernsehen gesehen haben. Die Tür mit dem Auge. Sind da unsere Kumpels? Stimmt, oder? Nein! Don't close the store. Why? Okay, nimm mal die Tür. Ach du Scheiße. Wir sind bei Harry Potter. Mit den... War das bei Harry Potter? Ich weiß es nicht. Mit den Treppen. Okay. Hey, Variona. Leute. Sind wir in einer Schleife? Ist halt richtig hier. Oh, oh. Nein. This is not the right. This is not the entry that we want. Aber wir haben nur die eine Möglichkeit. Also wir könnten jetzt nochmal natürlich nochmal zurücklaufen, aber wir gehen jetzt nochmal einmal ganz kurz hier rein.
Aber ich sehe doch schon den Schatten. Flupp. Hä? This is not the way. Vielleicht doch nochmal zurück? Vielleicht mehrmals zurück? Lol. Ach du Scheiße, wo müssen wir denn hin? Oh Gott, welche Tür nehmen wir denn? Okay, wir nehmen die hier. Ich würde sagen, das war nicht die richtige Tür. Oh, die erste würde ich auch nicht nehmen, dann würde ich die zweite nehmen. Also die so aussieht, wie als ob die wie eine Sardinenbüchse geöffnet wurde. So aufgedreht mäßig. Okay, das scheint richtig gewesen zu sein. Und dann sind wir wieder bei Harry Potter. Wo die Musik herkommt. Hör zu. Okay. Nein. Ah. War das nicht richtig? Nein. Nein. Okay, ich wollte nur noch mal kurz testen, ob ihr auch wirklich recht hattet mit der Musik, aber ja, ich würde sagen, ihr hattet recht. Okay. Warum komme ich da nicht hin? Nimm doch die! Hä? Ja, nun drück doch! Was? Das ist ja auch keine Klinke, das ist ja so ein Drehknauf. Und da kann ich ja nicht raufspringen. Warte mal. Weil ich da meinen Schatten sehe, kann ich ja bestimmt diese Tür. Öffne sie. Öffne sie. Ja, reicht mir schon, danke. Okay, sehr gut. Nächste Stufe. Das mit der Musik war gar nicht, war ein guter Tipp von euch. Chat. Wirklich sehr, sehr gut.